Ich bin so froh, dass du uns das Essen gemacht hast. Oh, ich hatte fast das Dessert vergessen. Ja, was Süßes. Voila, Fruchtgummi. Wow, das sieht gut aus. Was für eine tolle Freundin. Ja, ja, das bin ich. Jacqueline weiß, dass der Weg zum Herzen des Mannes durch seinen Magen führt. Warte, was ist das? Nur, dass das Mädchen beschlossen hat, diesem Dessert eine geheime Zutat zu geben. Oh, du hast die Überraschung gefunden. Ich hoffe, es ist eine Schatzkarte. Das wirst du sehen. Die 100-Lagen-Challenge. Du forderst mich raus? Lass uns beginnen. Der arme Anthony hat überhaupt keine Energie. Anthony, du bist chaotisch. Komm schon. Jacqueline hat die Nase voll von der ständigen Faulheit des Kerls. Also beschließt sie, was uns zu unternehmen. Koffein kommt zur Hilfe. Für dich tue ich alles. Doch unter dem Schleier der Freundlichkeit verbergen sich Absichten. Die Challenge? Nun, das ist interessant. Ich habe bereits alles vorbereitet. Hier. Hunderte Tassen. Na dann legen wir mal los. Anthony leert eine nach der anderen. Selbst die eifrigsten Kaffeetrinker wären von dem Bild schockiert. Aber die Challenge verlangt es einfach so. Die letzte. Jetzt habe ich Energie. Und hier kommt das Koffein. Anthony hat jetzt so viel Energie, dass er das Ganze wie ein Kraftwerk teilt, anstatt sich nur auf Hausarbeiten zu beschränken. Er scheint sogar Spaß am Aufräumen zu haben. Jacqueline, ich möchte dir was zeigen. Genau wie du wolltest, jetzt ist alles sauber. Wow, Anthony, das Zimmer strahlt vor Sauberkeit. Schau, ich habe alles dreimal abgestaubt. Aber es scheint, dass die übermäßige Energie des Mannes das Mädchen langsam nervt. Warte, wo willst du hin? Müsli mit Milch ist Jacquelines Lieblingsfrühstück. Sie liebt es. Aber Anthony führt was im Schilde. Buh, ho, ha, erwischt. Kann ich Ruhe haben? Nö, das ist deine Challenge. Die Idee gefällt mir nicht. Heute wirst du buchstäblich in deinem Lieblingsmüsli baden. Ein Müsli-Bad? Das ist eine neue Art. Hautfeuchtigkeit garantiert. Die Müsli- und Milchhersteller sollten sich diese Idee zu Herzen nehmen. Das ist genug Frühstück für eine Woche. Denk nicht, ich hätte den Löffel vergessen. Bon Appetit! Um mehr lustige Challenges zu sehen, abonniert den Kanal. Ja, ja, wir sehen uns beim Treffen. Schatz, vergiss nicht, dass ich Mittag habe. Hier, für dich. Danke, ich muss los. Wir sehen uns heute Abend. Wenn er wüsste, was ich ihm gekocht habe, schickt mir unbedingt den Bericht. Mein Magen verlangt nach Essen. Oh, Mittagessen von Jacqueline. Danke, dass sie mich vorm Verhungern bewahrt. Was würde ich nur machen? Aber Anthony hat sich zu früh gefreut. Nicht jetzt. Habe ich das verdient? Siehst du's? Oh ja. Das Einkommen unserer Firma sollte sich diesen Monat verdoppeln, aber hat es nicht. Im Gegenteil, wir machen Verlust. Was soll das? Ihr nehmt euren Job nicht ernst. Sowas kann man nicht machen. Wir haben sie erwischt, Mr. Salat. Oh, Mr. Myers. Zeit für mein Dessert. Der cremige Himmel. Der süße Kerl hat eine Schwäche und knausert nicht mit der Creme. Jacqueline weiß, wie sie das nutzen kann. Endlich! Doch das Mahl der Naschkatze wurde unterbrochen. Jacqueline, du Gaunerin! Und er hat keine andere Wahl, als die rücksichtslose Challenge anzunehmen. Ich sehe aus wie ein Albtraum. Anthony hat Kontakt mit seinem inneren Keks. Dein neuer Haarschnitt steht dir gut. Das macht dich beim Friseur sicher beliebter. Das findest du lustig, ja? Ja. Nimm das. Wie unfair. Ich kann nichts sehen. Happy Birthday. Happy Birthday, Jacqueline. Aber das ist doch erst in 3 Monaten. Ah, hier kommt die Rache. Die Gäste. Hi, hallo. Wir sind froh, dass ihr da seid.
Ich habe übrigens alle Donuts gemacht. Wow, die sehen lecker aus. Essen, das bedeutet, dass wir uns satt essen werden. Jop, eine 100-schichtige Challenge. Wow, das klingt interessant. Aber die Mädchen sind bereit für diese Challenge. Keiner wagt es, ihre kulinarischen Fähigkeiten in Frage zu stellen. Es wird eine Menge Zutaten und Aufwand erfordern. Also arbeiten Jacqueline und Vanessa sehr hart. Hallo? Was macht ihr da? Ich muss dringend dorthin, okay? Wir sollten mehr Mehl dazugeben. Warum habe ich so wenig von denen? Du musst dich am Kochen beteiligen, wenn du Donuts haben willst. Wie Vanessa oder Jacqueline hier. Auf so einen Berg würde ich gern klettern. Warum sieht er so aus? Würdest du teilen? Aha, das ist gegen die Regeln. Weißt du, ich hätte jetzt gern Kaugummi. Und ich habe zufällig gerade welches. Ha, jetzt kommt die Challenge. Du und diese Challenge schon wieder. Oh, wir können nicht mal Kaugummi kauen. Kein Problem, ich bin sicher, du wirst gewinnen. Jacqueline hat nicht mal eine Wahl. Sie kann nicht verlieren. Und ihre Freundin ist froh, ihr zu helfen. Oh nein, die ganze Mühe umsonst? Wie das? Aber Jacqueline wird nicht so schnell aufgeben. Wen kümmert's? Es ist die Menge, die zählt. Oh, hier noch mehr. Oh, die Aufgabe ist in Gang. Komm, puste! Mit so viel Kaugummi kann man eine Blase pusten, die alle Chancen hat, zu gewinnen. Nur haben die Mädchen nicht damit gerechnet, dass man mit so einem Riesen wegfliegen kann. Wäre die Decke nicht gewesen, wäre Jacqueline schon längst im Weltall. Hey, ich hab's geschafft! Toll gemacht, super! Endlich kann Jacqueline ihre Schönheitsbehandlung genießen. Oh, was für eine Wonne! Anthony hingegen ist gelangweilt. Entschuldigen Sie, kann ich einen Gefallen haben? Auch der Kosmetiker lässt es sich nicht nehmen, Jacqueline um die Challenge zu bitten. Vor allem, wenn er dafür bezahlt wird. Was? Ihr Ernst? Es ist so gut für die Haut. Kannst du mir sagen, was das Interessante ist? Es sieht feuchtigkeitsspendend aus. Oh ja, das ist die neueste Verjüngungsmaske. Wow, damit wird man faltenlos? Oh ja, natürlich. Die Gurken sorgen für die guten Nährstoffe. Kein Wort mehr, ich zahle alles dafür. Und Gurken sind heutzutage teuer. Ach, gib mir alles. Das nenne ich mal ein Marketing-Genie. Ja, mehr Gurken. Aus solchen Challenges könnte man ein Geschäft machen. Unser Anthony hat sich selbst übertroffen und den größten Wackelpudding seines Lebens gemacht. Das ist ein kulinarisches Meisterwerk. Willst du probieren? Mit dem Riesen könnte man eine ganze Familie ernähren. Lecker! Werden wir es nicht irgendwann satt haben, das zu essen? Ich habe eine Idee, wie man es umwandelt. Ein Gelee-Upgrade hat Anthony vor. Würmer! Der Typ ist ein Genie! Ha! Gut, dass es keine Regenwürmer sind. Freut mich, dass es dir gefallen hat und die Challenge schaffst du ohne Probleme. Oh nein, ich will nicht. Ich mag deinen neuen Stil. Du findest es lustig, was? Hier. Hey, guck mal. Ein Frosch reitet auf dem Panzer der Schildkröte. Ich bin hungrig. Kekse? Naive Jacqueline. Wo es Essen gibt, gibt es bekanntlich auch die Challenges. Das ist eine Verhöhnung meiner Lieblingsleckerei. Ha, du gehst besser. Und während sie weg ist, kann ich in Ruhe die Kekse essen. Rache ist süß. Und du bist jetzt zufrieden? Jacqueline scheint so müde von dieser Tortur zu sein, dass sie lieber auf die Riesenkekse verzichtet. Weißt du, irgendwas fehlt? Ich traue mich nicht zu fragen. Zu einem großen Keks kommt ein großes Glas Milch. Hier, an der Strohhalm. Ich werde mich anstrengen müssen. Bon Appetit. Ah, Hochzeiten sind immer ein Wechselbad der Gefühle. Manche weinen vor Glück, manche stehen stirnrunzelnd vor Neid da und fragen sich, wo das Festmahl bleibt. Darling, du bist so schön wie meine Lieblingskaramell-Käsekuchen. Oh, Anthony! Und was sagst du? Anthony, du tust es schon wieder. So eine Hochzeit wollte ich nicht. Nur ein Scherz. Hier ist dein Ring. Wow, so ein großer Diamant.
Willst du meine Frau werden? Ja, ich liebe dich, Schatz. Ich liebe dich auch. Was für ein interessantes Paar. Würdet ihr gerne an so einer Challenge teilnehmen? Schreibt eure Antwort unten in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann liked es. Abonniert den Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!